Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war's dann wohl jetzt. Also zumindest mit dem Jahr 2015. Und das ist hier heute auch unser letztes Red Step Meeting. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, nämlich vor allem keine Gäste, kein Mikro. Also was machen wir heute? Wir haben uns gedacht, am letzten Tag des Jahres, da möchten wir Ihnen noch einmal die besten Szenen, die besten Talks, die besten Geschichten aus all den Red Step Meetings der vergangenen 12 Monate präsentieren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß dabei und wünsche Ihnen natürlich zu allerletzt und ganz, ganz, ganz wichtig, Ihnen und uns einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Liebe, alles Gute und jede Menge Erfolg für 2016. Herzlichste Grüße aus Berlin, Ihr Kai Diekmann. 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Red Step Meeting. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Alexander Georg Maria Joachim Heinrich Kisito Istvan Hubertus, der Graf und Herr von Schönburg, der Graf und Herzog Laucha und Waldenburg, der Herr von Roßburg und zu Penig, dem beliebtesten Mitarbeiter bei Bild. Ich werde nie vergessen, wie wir vor, glaube ich, 12 Jahren zusammen bei Theo Albrecht gewesen sind. 2002, glaube ich. Einem kalten genau. Februarmorgen ihn getroffen haben, weil wir wollten ihn überreden, dass bei Aldi Bild gekauft wird. Was ist das eigentlich, was dir richtig Spaß macht? Gehälter erhöhen oder Leuten erklären, dass es nicht weitergeht? Der alte Herr kam, hatte einen Taschenrechner, einen Bleistift und ein Blatt Papier vor sich, hat dann ein bisschen gerechnet und hat gesagt, meine Herren, ich habe nur drei Fragen an Sie. Wie hältst du es bloß mit Tom Drexler aus? Also es gab, oh, der bestellte Anruf. Mhm. Wenn wir Bild bei Aldi verkaufen, muss Bild Bild heißen? Kann ich es billiger anbieten? Und wie machen wir das mit der Remission? Vor allem, was mich einfach wirklich, wirklich stört, ist Leute, die... Nee, komm, das ist schon meins. Einmal hat Kai mich überrascht, da habe ich das Büro hier drüben gehabt und der Kai kommt plötzlich in mein Büro rein und ich lag so schön auf und Kai, oh, Entschuldigung, geht gleich wieder raus, es war schrecklich. Patrick, ihr seid leitende Chefs vom Dienst, ihr seid gleichberechtigt. Verdient ihr beide auch das Gleiche? Hast du jetzt auch noch eine Gehaltsabrechnung dabei? Wie? Ein ganz leichter Rückhall, den wir hier im Studio hören, das wird unsere Tontechnik sicher gleich geregelt bekommen. Ist das jetzt ein gutes Foto oder ist das kein gutes Foto? Du bist ja besonders als, wie heißt das nochmal? Ben Hur. Vorsitzender des Lenkungsausschusses Chancengleich. Das klingt klasse. Wenn ich sage, hat die Welt erfunden. Wenn ich sage Frauenbeauftragter, ist das wahrscheinlich eine total lustig, ja. Unzulässige Verkürzung. Ich persönlich habe ja nie in meinem Leben fotografiert, so richtig professionell. Also ich bin auch die weltschlechteste Fotografin, ehrlicherweise. Glaube ich. Was mich wirklich stört, ist Leute, die zu Hause wirklich auf den Pfennig gucken und auch ihre Ausgaben für das Auto oder sonst wie wirklich auf den Pfennig benennen können. Die achten zum Beispiel nicht darauf, ob ich nochmal 25 oder 30 Euro Trinkgeld im Grill Royal gebe oder so. Ist Alexander abgepudert, weil das glänzt oben noch so? Liebe Kollegen, wir hören jetzt gerade, dass wir gar nicht auf Sendung gewesen sind. Das heißt, die ganzen fiesen Bemerkungen haben Sie hier gar nicht mitbekommen über das Haupthaar von Bela Ander. Ich habe neulich in deiner Spesenabrechnung, musste ich unterschreiben, deine private Wasser- und Gasrechnung, die immens hoch ist. Ja, es ist nicht so günstig, den Garten in L.A. zu pflegen. Kannst du es mal kurz erklären? Also alle Rechnungen aus L.A. laufen über dein Privatkonto? Nein, nicht alle glücklicherweise. Also die Miete zahlt der Verlag. Du hast das Haus damals gemeinsam mit Chris Simon genau. ausgesucht, ne? Müsste man mal sehen, ne? Das ist das Haus. Boah, wie der kennen kann. Chateau. Chateau Bild. Das ist alles unsers. Genau, rechts haben wir unsers. Links der Nachbar. Ein Iraner, sagt man zu den Nachbarn. Ich richtig, dass wir bisher zurückhalten mit Bildern waren. Da ich nochmal kurz beim Yoga. Nochmal. Machen wir gleich mal weiter. Hier sieht da wirklich sehr luxuriös aus. Sonst auch schon ordentlich, aber hier besonders gut getroffen. Pool. Ich bin der Einzige in der Familie, der immer mal wieder mit der Queen Mittag isst. Dann nochmal ein Blick auf den benachbarten Country Club, wo ein Golfplatz ist. Hinten sieht man L.A. Einer meiner größten Vorhaben wird sein, dir zu erklären, dass man ein Jackett trägt, wenn man ins Fernsehen geht, zum einen und zum anderen. Fernsehen ist ja so ein altes, lineares Konzept, das machen wir hier nicht. Ach stimmt, okay. Die Terrasse und der Blick oder ein Blick von der Terrasse. Ja. Wahnsinn. 1984 hast du volontiert bei Springer, hast ein Jahr früher angefangen als ich. Du warst damals bei der Welt am Sonntag, bei Klaus Jacobi.
bei der blauen, bei der seriösen Marke. Ihr habt euch auch damals immer als feiner empfunden. Da ist viel nachgeblieben, ich merke das schon, aber irgendwann werden wir das schon. Der Stachel hat tief gesessen. Ich habe Geschichte studiert, ich bin eigentlich Historikerin. Das klingt alles gut, ich ergänze noch was, schiebe aber vorweg, wir haben vereinbart, wir reden nicht über private Dinge. 1991 wurdest du ja auch Vater. Und 1990 und ich wurde Patenonkel. Ja, und du warst der Erste, der es wusste, jenseits von mir. Historikerin. Ja, Mittelalter-Historikerin, genau. Ja. Du warst früher Synchronsprecherin und hast eine Hauptrolle für und bei Onkel Dittmeier gespielt. Das war erstmal Werbung, aber ja, ich durfte mit Onkel Dittmeier im Radio auftreten, insofern ich bin das hier gewohnt. Ich habe die Geschichte erzählt, was du in Palo Alto gemacht hast, dass du mir permanent Fotos geschickt hast, digital, die ich dann ausdrucken musste und die mit dem Kurier nach Amerika geschickt werden mussten. Mit dem Kurier? Gottes Willen. Parallel dazu haben wir eine neue Schrift eingeführt. Die Gotham. Die Gotham. Alle Batman-Fans werden sich freuen. Ich zeige jetzt nicht die Gürtelschnalle. Hast du eine Batman-Gürtelschnalle? Ich zeig sie doch. Nicht schlecht. Extra wegen der Gotham-Schrift. Natürlich. Dann gab es mal eine relativ unangenehme Situation, wo ich, glaube ich, den kompletten Vorstand von Springer zu Gericht bitten musste, weil wir Blödsinn gemacht haben in Berlin. Du warst der Hauptangeklagte und ich war der Zeuge gegen dich im Prozess. Und der 4 Hauptverhandlungstage, 2 in Hamburg, 2 in Berlin. Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Wir haben dann am Ende ja auch die Memoiren von Gerhard Schröder gedruckt. Da warst du aber schon nicht dafür bezahlt. Ich werde nie vergessen, wie er mir das anders erst, als der Spiegel. Ja, ich werde nie vergessen, wie er mir das erste Exemplar überreicht hat. So dick, glaube ich, 350 Seitenwälzer. Und er hat gesagt, natürlich kriegen Sie das mit Widmung, Herr Diekmann. Und hat vorne reingeschrieben, für Kai Diekmann wohl genau das richtige Maß an Lesestoff. Und das war nur ein Blindexemplar, das waren 350 leere Seiten. Ja, so ist er. Er kann es halt nicht sein lassen. Ja. Da warst du aber schon längst bei Carsten Maschmeyer. Ja. Wie kam das denn? Du, es war einfach ein Angebot, das er mir gemacht hat nach der Wahl. Und deswegen wundert mich ja eigentlich, nachdem du so lange bei Maschmeyer warst, dass du überhaupt noch arbeiten musst, weil eigentlich müsste das doch reichen. Ja, es war auf jeden Fall eine interessante. Das schneiden wir später. Du bist ja mit einem Freispruch rausgekommen. Mit einem vollständigen Freispruch. Ich erinnere mich, du wurdest in den Libanon geschickt. Ja. Hast dort. Da waren deutsche Geiseln, wurden genommen von deutsche Hisbollah. Deutsche Geiseln waren von der Hisbollah entführt und du warst dort auch und hast lange versucht, dort in Kontakt mit den Geiseln zu kommen. Genau. Und es gab dann, glaube ich, auch eine Verabredung. Es gab eine Verabredung, wir wollten mit einem Sanitätsauto getarnt, wollten wir nach Westbeirut, wo die Terroristen wohnen, und da wollten wir rüberfahren. Und die haben uns angeboten, wir können die deutschen Geiseln sehen. 2-3 Stunden kam Kai dann wieder in die Redaktion. Da hast du das Verständnis dafür, dass ich dich dafür auch ein bisschen bestrafen muss, weil das geht nicht, dass der ganze Vorstand da aufmarschiert und du so einen Mist gemacht hast. Du wirst stellvertretender Chefredakteur bei Bild. Das bin ich dann geworden dafür. Am Anfang habe ich mir gedacht, wie hast du das eigentlich gemacht? Du bist dort irgendwo in Kurs rumgelaufen und hast gesagt, hallo, du willst zwar jetzt illegal nach Europa und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich begleite dich identifizieren, sodass man auch jeder live mitbekommt und du eigentlich davon ausgehen musst, dass die alle schon auf dich warten und sagen, das ist der Ferras aus Periskop. Den greifen wir jetzt hier mal an der Grenze ab. Also wie hast du das am Anfang gemacht und was hast du da erklärt? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass möglicherweise den Menschen, die du da begleitet hast, die ganz andere Sorgen hatten. Wenn du nochmal was machen müsstest bei Bild, und du bist ja jemand, der gerne Seiten wechselt, ich glaube, es gibt keinen bei uns, der schon so viele unterschiedliche Tätigkeiten hinter sich gebracht hat, wie du das getan hast, also auch außerhalb des Journalismus. Wenn du jetzt bei Bild nochmal die Seiten wechseln müsstest, in ein anderes Ressort, was würdest du dann am liebsten machen? Show. Ich war damals im Bonner Büro und wir kriegten einen Hinweis, dass diese Aktion nur geplant war, um euch auch zu entführen, um weitere deutschen Geiseln zu bekommen. Du bekamst die Anweisung, sofort den Libanon zu verlassen. Genau. Wir hörten nichts mehr von dir. Ich bin einfach mit ihnen gegangen und habe sehr viele Stunden mit denen einfach verbracht. Of course, wir haben uns kennengelernt, gesprochen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, können wir nicht mal nochmal an die Stelle zurück, wo ihr wart, wo ihr angekommen seid. Dann habe ich ihm diese App Periscope erklärt schon, also so nach
weiß ich nicht, 4-5 Stunden ungefähr. Und weil die so technikaffin sind, waren die total begeistert. Nur gleichzeitig war natürlich diese Angst vorhanden, dass sie gesagt haben, Mensch, was ist, wenn das jetzt ein arabischer Sender aufgreift? Was ist, wenn das irgendwie groß wird? Aber irgendwie haben sie es verstanden und fanden es auch wahnsinnig beeindruckend, dass da so Kommentare kamen. Ja? Der Ferraz sagt heute noch, diese Kommentare bei Periscope haben ihm irgendwie wahnsinnig viel Kraft gegeben, dass er das irgendwie durchsteht. Wenn es 3 Fotos gäbe, die du gerne mal veröffentlichen würdest, welche Fotos wären das? Warte, ich druck die schnell aus. Du druckst sie jetzt schnell aus? Ich hab das nicht gewusst. Ich soll mit dem anfangen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Was erzählt uns dieses Foto? Echte Freunde. Echte Freunde, echte Feindschaft, oder? Wir haben dich am Flughafen abgeholt und du sahst furchtbar aus. Du hattest schwere Verletzungen im Gesicht, du trugst den Arm in der Schlinge, dein Bein sah furchtbar aus und wir waren total erschüttert und wir haben gefragt, was ist passiert? Bist du gefoltert worden? Ja, genau. Und was war in Wahrheit passiert? Die Wahrheit war so, wir sollten sofort abhauen. Wir sind dann, damals war noch ein toller Fotoreporter dabei, der war früher Fallschirmjäger und so. Und da sind wir nach Tschune gefahren, an Ostbeirut, das ist quasi der Sylt von Beirut, und wo die Christen waren, und sind mit der Fähre nach Zypern. In Zypern waren wir quasi so erleichtert und quasi gerettet. Wir waren ja quasi schon entführt und dann waren wir quasi schon tot und dann waren wir quasi gerettet. Und dann haben wir bisschen ohne Verpflichtung, dann haben wir gefeiert, sind in eine Hafenspelunke da gegangen und haben gefeiert und dann sind wir da rausgegangen und ich hatte einen großen Bogen, der Bogen war zu groß. Da bin ich an die Kaimauer gekommen und weiß nicht, ob ich rüber gucken wollte und dann bin ich über die Kaimauer gesteuert und Gott sei Dank war eine Ebbe, es gibt auch im Mittelmeer ein bisschen Ebbe und dann bin ich, statt zu ertrinken, bin ich auf die Steine gefallen und habe mir beide Daumen verstaucht. Ich konnte also einen Monat lang kein Bier mehr halten, weil das, wer das mal erlebt hat, weiß, dass die Daumen das Wichtigste überhaupt sind an der Hand. Wenn man mal einen richtigen Deppen sehen will. Und wenn es das war aber noch das Harmloseste. Das hat er sich selber ausgesucht, muss ich sagen. Wirst du wieder ins Fernsehen gehen für uns? Wenn man mich lässt. Es gibt ja inzwischen starke Konkurrenz. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Wie gesagt, die schlage ich dann einfach aus dem Feld. Und wenn es ein Foto gibt, was ich wirklich nie veröffentlicht sehen möchte, aus vielerlei Gründen. Du musst jetzt aber auch sagen dazu, dass das jetzt niemand grabben darf und dass das nicht geleakt werden darf. Das darf wirklich nicht gegrabt und geleakt werden, sonst kriege ich ein ganz großes Problem. Wir bedanken uns, Miriam Krekel und Peter Huth, Christian Nienhaus, Silke Brüggemeier, Nikolaus Blome, Manuel Lorenz, Karline Mohr, Marion Horn, Daniel Otterbeck, Paul Alexander, Graf Schönburg, Manfred Hart, Steffi Barsch, Kai Tramann und Björn Kiminus, Matthias Meyer, Donate, Stefan Liebig, Dirk, Christian Mutter, Steffi Schleret, Jakob Weiß, Philipp und wie wir ihn liebevoll nennen, Dete, Patrick, Jan Schütz, Norbert Kürzdörfer, Carsten Witzmann, Bela Ander, Ost Kronauer und Olli Auster, Christopher Buhl und Andreas Rickmann, Robert Brodersen, Chris Ulrike Zeitlinger und Matthias Brüggelmann. Tschüss. Tschüss.